Extremismus. Die Chiliflocken im Gewürzschrank der Ideologien. Vor allem Rechtsextreme versuchen jetzt neue Taktiken. Ihr Ziel, das Internet. Darum geben sie jetzt auch Beauty-Tipps. Yo, Freunde! Damit euer Bart nicht mit denen der örtlichen Salafisten-Szene verglichen und verwechselt wird, müsst ihr den pflegen. Sie zeigen, wie wichtig ein starker Reisepass ist und nehmen uns mit auf Weltreise. Eine Führungsfigur der österreichischen identitären Bewegung hat zum Beispiel diesen Travelblog. Hier erfahrt ihr, wie furchtbar Brunei wirklich ist und warum man sich vor Selfie-Indern hüten sollte. Und sie rappen, zur Not auch auf geklaute Beats. Der hier ist von Katja Krasowitsche. Bin kein Mainstream-Püppchen, bleibe deutsch und frei. Und anstatt in einen Börek beiß ich in die Bockwurst rein. Sie sind überall und das ist Strategie, wie sie selber zugeben. Die Gegenkultur einer Bewegung ist mindestens so wichtig wie Reaktionen. Und jeder muss die Talente, die er hat, einsetzen, um die Bewegung voranzubringen. Aber wer auch immer dafür die Schärfe zuständig war, sollte definitiv kein Kameramann werden. Doch es klappt trotzdem. Keine andere Bewegung hat zuletzt so viele Follower gesammelt. Warum die Rechten im Internet so erfolgreich sind und wie sich Facebook und Co. dagegen wehren, jetzt. Die meisten rechten Influencer haben eine Art Führer, Martin Sellner. Er ist Chef der identitären Bewegung in Österreich und sowas wie der Vordenker junger Rechtsextremer im deutschsprachigen Raum. Er hat 134.000 Abonnenten auf YouTube, fast 40.000 Follower auf Twitter, 45.000 Leute folgen ihm in seiner Telegram-Gruppe. Sellners tägliche Videos tragen Titel wie Wunderschön, Muizin-Party statt Quarantäne oder Xavier Naidu, willkommen im Widerstand. Aber Martin Sellner hat sich das nicht alleine ausgedacht. Er entspringt einem Netzwerk der sogenannten Neuen Rechten. Sein Mentor Götz Kubitschek, der leitet nicht nur einen Verlag. Kubitschek hat außerdem das Institut für Staatspolitik mitgegründet, eine rechtsextreme Denkfabrik. Und er hat den rechten Förderverein 1% mit ins Leben gerufen. Was die Neuen Rechten aus dem Netz wollen? Kurz gesagt, die Demokratie abschaffen. Aber das ist gar nicht so einfach. Deswegen gehen sie einen Umweg. Ironischerweise haben sie diese Strategie von einem Linken abgekupfert. Antonio Gramsci, der italienische Marxist, wusste schon vor 100 Jahren. Wer eine politische Herrschaft erlangen möchte, der muss zunächst gut oder eine Vorherrschaft erreichen. Ich bin Antonio Gramsci, Pizza Bologna. Mm, ja. Deshalb verprügeln die Neuen Rechten keine Ausländer mehr. Also offiziell. Stattdessen designen sie eigene Hoodies, verkaufen Wandbilder und brauen sogar ihr eigenes Bier. Lange hat das niemand so richtig interessiert. Bis zum Wir schaffen das Jahr 2015. Der Extremismusforscher Peter Neumann sagt: Also die Flüchtlingskrise war natürlich ein ganz besonderer Moment für die rechte Szene. Die hat das Ganze, die ganzen Thesen, die die seit Jahren schon verbreitet hatten, von der Umvolkung, vom großen Austausch, die hat diese ganzen Thesen auf einmal in den Augen vieler Leute relevant gemacht. Und diesen Moment, den hatten andere extremistische Bewegungen nicht. Seitdem machen die Rechten erschreckend viel richtig, also vermarktungsmäßig. Schauen wir uns doch mal genauer an, wie rechtsextreme Influencer Social Media für ihre Hetze ausnutzen. Das geht schon mal los mit, sie haben solide Basics drauf. Wie man sich im Netz gut verkauft, dafür gibt es Lehrbücher. Wir haben uns eins davon mal angeschaut und wissen jetzt, worauf es bei Social Media ankommt. Ehrlichkeit und Authentizität, Offenheit und Transparenz, Kommunikation auf Augenhöhe, Kontinuität und Relevanz. Da Ehrlichkeit so wichtig ist, heißt das auch, lieber nichts verheimlichen. Zum Beispiel, wenn du als Jugendlicher Nazi warst. Damit hat Martin Sellner deshalb früher aufgeräumt. War auch nur wegen seinen Eltern. Also um diese Eltern ein bisschen zu ärgern, ein bisschen links, geistig meine Schulkollegen zu ärgern, war ich ein bisschen rechts. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, wenn ich ganz rechts werde, kann ich sowohl meine Schulkollegen als auch meine Eltern ärgern. Dank seiner Offenheit konnte Sellner direkt Social Media Werkzeug Nummer 2 ansetzen. Denn ein Engagement in den sozialen Medien setzt die Fähigkeit voraus, Kritik anzunehmen sowie offen und authentisch darauf zu reagieren. In der Praxis sieht Sellners Reaktion dann so aus. Ich habe oft darüber gesprochen, ich habe nie einen Hehl aus der Sache gemacht. Ich war in meiner Jugend, das hat auch, war ich 16, 17 Jahre alt, in dieser Szene unterwegs. Absoffene Geschichte wahrscheinlich. Aber Sellner beherrscht obendrein auch Social Media Werkzeug Nummer 3. Kommunikation auf Augenhöhe. Allen Diskutanten ist, mit Wertschätzung und Respekt zu begegnen. Da der Österreicher ja einen Hang zum Masochismus hat, schaut er gerne den Kollegen Sellner an. Ich bin ja gekommen, dass wieder mal viele Klicks auf den YouTube-Videos von 24 sind. Mindestens. Ich freue mich, dass ich Ihnen persönlich ein frohes neues Jahr wünsche. Ja, und auch, weil ich Sie wieder mal als Nazi bezeichnen darf. Auf dem Weg zur Follower-Armee sind dann noch Kontinuität und Relevanz. Heißt, man muss posten, posten, posten. Und zwar nicht irgendwas. Am besten Entertainment.
Und das bieten die Rechten ausgiebig. Auch wenn man es eher Hetz-Entertainment nennen sollte. Die rechtsextremen Influencer mischen sich wirklich in jedes Internetthema ein. Brauchst du ein neues Workout? Mach doch bei den Germanen-Herausforderungen mit. Nordmenasch müssen im tiefsten Winter schön, stabil, kantig unterwegs sein. Freunde, der Wind wird rauer hier in Deutschland. Ihr müsst bereit dafür sein, ihr müsst euch wehren können. Der freut sich wahrscheinlich auch darüber, dass Schnee weiß ist. Aber es gibt noch mehr. Schaut doch mal wieder eine Doku über Frankreich. Garantiert ohne Fact-Checking. Ziehen Gruppen von Migranten durch die Straßen in der Hoffnung, Läden plündern zu können. Die Polizei versucht es natürlich zu verhindern, sodass es immer wieder zu kleinen Jagden abseits der Touri-Hotspots kommt. Und außerdem belästigen rechte Influencer Leute mit ihrer Street-Comedy. Moin, ich bin rechts. Witzig. Und natürlich machen sie auch Musik. Nicht dieses Nazi-Geschrei von früher, sondern Deutschrap für Deutsche. Was für Ehrenmänner, scheiß auf euren Lebensstil. Ja, ich bin ein deutscher Mann, für mich bedeutet Ehre viel. Zum Glück musste Tupac das nicht mehr erleben. Aber erlaubt ist, was die Masse erreicht. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Das Algorithmus-Dilemma. YouTubes Empfehlungsalgorithmus spielt ausgerechnet den rechtsextremen Influencern in die ausgestreckten Hände. Denn eine neue großzahlige Studie legt nahe, dass sich YouTube-NutzerInnen zusätzlich im Zeitverlauf radikalisieren. Man schaut also vielleicht ein unverfängliches Rap-Video von Jesus. Chris Ares, wer ist das denn? Der sieht aus wie Jesus, nur nicht ganz so schlau. Und schwupps ist man im Sog von Martin Sellner. Der Mann hat recht, die Erde dreht sich tatsächlich um Österreich. So kommen die Rechten zu ihrer Reichweite. Und die ist Gold wert. Unter ihren Videos betteln sie geradezu um Spenden über PayPal per Überweisung als Bitcoin. Martin Sellner erhielt allein in den ersten Monaten des Jahres 2018 mehr als 20.000 Euro von etwa 250 Personen aus ganz Europa. Mit Betreffzeilen wie aus dem Neonazi-Überweisungslehrbuch. Protest gegen Willkür steht da oder Defend Europe. Viele der Spenden kommen aus Deutschland, einige aber auch aus aller Welt. Das beweist das nächste Problem. Die neuen Rechtsextremen sind international gut vernetzt. Martin Sellner ist sogar rechtsextrem verheiratet. Mit einem der Gesichter der US-amerikanischen Rechten. Seine Ehefrau Brittany Pettibone, Unterstützerin der Alt-Right-Bewegung. Die beiden sind ein internationales Power-Couple. Allerdings mit Schwierigkeiten. Eigentlich wollten sie in den USA heiraten. Doch Sellner wurde das Visum verweigert, wegen Terrorermittlungen. Die Hochzeit wurde nach Österreich verlegt. Und zwar, weil Martin Sellner etwas zu erfolgreich war in Sachen Auslandsspenden. 2018 erhielt Sellner eine Überweisung von einem Australier. 1500 Euro gingen bei ihm ein. Sellner bedankte sich brav. Gut ein Jahr später beging derselbe Mann einen Terroranschlag und ermordete im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen. Der Terrorist? Ein Sellner-Fan? Das zumindest legt sein Manifest nahe. Darin schreibt er unter anderem vom großen Austausch. Diese rechtsextreme Verschwörungstheorie ist eine der Leitideen der identitären Bewegung. Seitdem ist der Spaß ein bisschen vorbei. Dieses Attentat in Neuseeland war ganz wichtig. Es hat zu 100% auf der Ideologie beruht, die von Leuten wie Martin Sellner verbreitet wird. Und deswegen hat ja der Attentäter auch Geld an die identitäre Bewegung in Österreich gespendet. Sellner war an der Vorbereitung operationell an diesem Attentat natürlich nicht beteiligt. Man kann schon argumentieren, er war der geistige Brandstifter. Auch der Verfassungsschutz und sogar Facebook hat reagiert. Alle Inhalte von und mit Martin Sellner wurden dort und von Instagram gelöscht. Auch deswegen musste Sellner auf Telegram ausweichen. Und er schlägt sich außerdem auf dem russischen Netzwerk VK herum, sein sogenanntes Exil im Infokrieg. Aber Kopf hoch, fast 4000 Follower sind schon da. Ja, war es das schon mit den rechtsextremen Influencern der identitären Bewegung? Was meint ihr? Sollte man sie von allen sozialen Medien verbannen? Ciao, ich bin Antonio Gramsci und eigentlich bin ich schon lange tot. Aber jetzt bin ich wieder auferstanden. Jesus, ja. Ich extra für die Vanunen seine Videos, den habe ich sogar abonniert. Ich bin Antonio Gramsci. Abonniere den Vanunen seine Videos. Ich bin Antonio Gramsci. Drücke die Glocke. Drücke die Glocke. Ich bin Antonio Gramsci.